Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 75 von Elder Scrolls Lore. Und in dieser Folge geht es um ein eigentlich sehr zentrales Thema der Lore. Und zwar die Zeitrechnung von Tamriel und die einzelnen Zeitalter des Elder Scrolls Universums. Wann die jeweiligen Zeitalter begannen, wie lange sie andauerten und welches Ereignis eine Ära beendete und eine neue einläutete. Die jeweiligen Ereignisse innerhalb der Ären werden allerdings nicht in diesem Video behandelt. Zu diesem Zweck wird es noch ein eigenes Video zu jeder Ära geben, um eine gesamte Zeitlinie von Tamriel aufzustellen. In diesem Video will ich euch daher nur einen groben Überblick über die Zeitrechnung und die einzelnen Zeitalter geben. Die Tage, Wochen und Monate von Tamriel gleichen zunächst den uns bekannten sehr stark, beziehungsweise denen des gregorianischen Kalenders, den die meisten von uns verwenden. Somit haben auch die Tage von Nirn 24 Stunden und es gibt 7 Tage in einer Woche und das Jahr hat 364 Tage. Ein Jahr in Tamriel ist auch in 12 Monate unterteilt, die mit denen von uns übereinstimmen. Auch hier haben alle Monate 30 oder 31 Tage, bis auf einen, der nur 28 Tage hat. Schaltjahre gibt es im Elder Scrolls Universum allerdings nicht. Und natürlich tragen die Tage und Monate auch andere Namen als bei uns. Montag wird Morndas genannt, Dienstag Tirdas, Mittwoch Middas, Donnerstag Turdas, Freitag Fredas, Samstag Lordas und Sonntag trägt nun schließlich den Namen Sundas. Ähnlich verhält es sich auch mit den 12 Monaten. Januar wird Morgenstern genannt, Februar heißt Sonnenaufgang, März ist die erste Saat, April die Regenhand, Mai ist die zweite Saat, Juni wird Jahresmitte genannt und Juli wird als Sonnenhöhe bezeichnet. Der August ist dann die letzte Saat, der September wird Herzfeuer und der Oktober Eisherbst genannt. November ist dann der Monat Sonnenuntergang und Dezember trägt schließlich den Namen Abendstern. So werden alle Tage und Monate in Tamriel genannt und besonders die Monatsnamen finde ich recht gelungen, denn sie spiegeln wieder, warum Kalender eigentlich ursprünglich für die Menschen so wichtig waren. Namen wie erste Saat, zweite Saat und letzte Saat weisen darauf hin, dass der Kalender und die Monate vor allem eine Anleitung für die Bauern sind, wann sie am besten säen und wann sie ernten werden. Für Zivilisationen, wie wir sie auf Tamriel sehen, sind Kalender auf diese Weise wichtige Werkzeuge, um die Versorgung mit Nahrung sicherzustellen. Die restlichen Monatsnamen sind nun vermutlich von Beobachtungen aus der Natur abgeleitet und nach diesen benannt. Im Verlauf eines solchen Jahres gibt es aber nun natürlich auch bei den Völkern von Tamriel die verschiedensten Feste. So wird fast überall auf Tamriel der Übergang vom alten ins neue Jahr mit 2 aufeinanderfolgenden Festen gefeiert. Zuerst das Fest des alten Lebens, das am letzten Tag des Jahres am 30. Abendstern stattfindet. Hier blickt man auf das vergangene Jahr zurück und denkt über das Geschehene nach, über das Gute wie das Schlechte. Dabei geht es eher ruhig zu und man reflektiert auch über seine eigenen Taten. Dann folgt das Fest des neuen Lebens, das mit dem neuen Jahr am ersten Morgenstern beginnt. Und hier wird das neue Jahr ausgelassen und mit großen Feiern und natürlich mit viel Met und Bier begrüßt. Beim Fest des neuen Lebens gibt es allerdings auch ein paar Ausnahmen. So wird es von manchen, vor allem in Weirest, bereits am 25. Abendstern gefeiert. So viel zu den Tagen und Monaten von Nirn. Und natürlich gäbe es hier noch viele Feiertage, die man besprechen könnte. Doch hier hat jedes Volk auch seine eigenen und das würde den Rahmen eines einzigen Lore-Videos gänzlich sprengen, sie alle zu besprechen. Daher kommen wir nun zum zweiten Teil dieses Videos, zu den verschiedenen Ären von Tamriel. Insgesamt gibt es von diesen 6. Wobei allerdings die ersten 2 Ären nicht zur aufgezeichneten Geschichte gezählt werden. Jede Ära beginnt und endet auch mit einem bestimmten Ereignis. Und mit jeder Ära werden die Jahre erneut von 0 an gezählt. Daher spricht man auch zu Beginn einer jeden neuen Ära von einem neuen Jahr 0. Die erste Ära wird Ära der Dämmerung genannt. Und dieses Zeitalter ist etwas problematisch, wenn man über die Zeitrechnung und die Geschichte von Nirn sprechen will. Denn in der Ära der Dämmerung wurde das Universum erst erschaffen. Diese Ära beschreibt die Zeit vom Beginn des Universums an, von Anu und Padme bis hin zum Abschluss der Schöpfung.
wobei die Zeit mit Akatosh, dem Gott der Zeit, überhaupt erst in die Welt kam, da er die Zeit an sich darstellt. In der Ära der Dämmerung wurde Nirn also erschaffen, die Elnufei kamen nach Mundus, während Magnus und die Magna Ge entkommen konnten und die sterblichen Völker entstanden. Das Problem mit der Ära der Dämmerung ist nun aber, dass zur Zeit der Schöpfung und auch noch eine unbestimmbare Zeit später sich die Gesetze der Natur erst bildeten und Zeit nicht wirklich linear verlief. So konnten zum Beispiel verschiedene sich widersprechende Ereignisse zugleich stattfinden und gegensätzliche Dinge zugleich real sein. Dies spiegelt sich auch in den verschiedenen und zum Teil sehr gegensätzlichen Legenden der Menschen und Elfen über diese Zeit wider. Legenden, die sich widersprechen und zugleich wahr sein können. Und genau das soll die Ära der Dämmerung vom Standpunkt eines Lesers oder Autors auch widerspiegeln. Eine Zeit der mythologischen Schöpfung, die so chaotisch ist, wie es die Sagen und Legenden von verschiedenen Religionen nun einmal sind. Dieser Zustand einer nicht-linearen Zeit gibt es für kurze Momente auch später in der Geschichte von Tamriel noch einige Male erneut. So einen Bruch der Zeitlinie nennt man Dragon Break, und dieser ermöglicht es, dass mehrere gegensätzliche Ereignisse zugleich wahr sein können, bevor die Zeitlinie wieder ihren normalen Zustand erreicht und alle Ergebnisse der Ereignisse als einigermaßen wahr angesehen werden können. Da die Ära der Dämmerung sich aber in ebenso einem Zustand befand, ist es unmöglich zu sagen, wie lange sie dauerte und wann genau was geschah, einfach weil diese Zeit sich nicht so verhielt, wie wir es gewohnt sind. Daher muss man diese Ära aus der Zeitrechnung von Tamriel eigentlich ausschließen und erst mit der mythischen Ära beginnen. Nach der Ära der Dämmerung kam aber dann eben die mythische Ära. Und ab hier verlief die Zeit dann wieder linear und so, wie wir es gewohnt sind. Und wir wissen daher auch, wie lange dieses Zeitalter andauerte. Und von hier aus kann man tatsächlich eine Zeitrechnung erstellen. Dennoch wird die mythische Ära nicht zur aufgezeichneten Geschichte gezählt. Daher werden die Jahre hier auch rückwärts gezählt und die mythische Ära beginnt im Jahr 2500 mit dem Bau des Direni-Turms oder auch Adamantin-Turm genannt. Dieser stellt das älteste, bekannte große Bauwerk von Tamriel dar und wurde daher als Startpunkt für diese Ära gewählt. Da diese Ära nun rückwärts gezählt wird, endet sie natürlich nach 2500 Jahren im Jahr 0 mit der Gründung der Camoran-Dynastie. Auf die mythische Ära folgt nun die erste Ära. Diese wird auch als Beginn der aufgezeichneten Geschichte betrachtet, da ab jetzt die Geschichte von Tamriel durchgehend und detailliert aufgezeichnet wurde. Daher auch der Name Erste Ära, während die vorherige Ära mythisch genannt wird, weil hier das meiste der Geschichte nur in Form von Mythen und Legenden festgehalten werden konnte. Und diese Ära ist neben der mythischen Ära auch die mit Abstand längste und erstreckt sich über 30 Jahrhunderte. So beginnt die erste Ära im Jahr 0 mit der Gründung der Camoran-Dynastie. Sie ist gezeichnet durch den Aufstieg und den Fall mehrerer Königreiche, Kaiserreiche und Staaten. Besonders prägend war allerdings das erste und zweite Kaiserreich von Alesia und später Riman Cyrodiil, die durch die erste Ära hindurch existierten. Im Jahr 2920 der ersten Ära geht allerdings dann das zweite Kaiserreich und die Reman-Dynastie unter und die erste Ära endet nach 2920 Jahren. Auf den Fall des zweiten Kaiserreichs folgt nun die zweite Ära und diese beginnt mit einem Jahr 0 der zweiten Ära und dauert 9 Jahrhunderte an. Dieses Zeitalter ist besonders durch das Interregnum und die vielen Kriege um den Thron des Kaiserreichs geprägt. Da es in dieser Ära allerdings kein Kaiserreich gab, sind die anderen Reiche und die anderen Völker von deutlich größerer Bedeutung und haben mehr Einfluss auf Tamriel. Zu dieser Zeit wird zum Beispiel auch der erste Altmeri-Bund gegründet und auch Elder Scrolls Online spielt in dieser Zeit. Ihr Ende findet die zweite Ära dann mit dem Aufstieg von Tibe Septim, der schließlich das dritte Kaiserreich gründet und die dritte Ära ausrief. So endet die zweite Ära nach 896 Jahren und die dritte Ära begann, natürlich erneut mit einem Jahr 0. Diese Ära ist nun die bisher kürzeste und dauerte nur 5 Jahrhunderte an.
Da die dritte Ära mit der Gründung des dritten Kaiserreichs begann, spielte dieses natürlich auch eine sehr große Rolle für dieses Zeitalter. Aber in der dritten Ära spielten auch die meisten Elder Scrolls Spiele. So findet man zu dieser Periode Elder Scrolls Arena, Daggerfall, Morrowind und Oblivion. Oblivion war dabei auch das Ende der dritten Ära, denn in diesem Spiel dreht sich ja alles um die namensgebende Oblivion-Krise, jenem Angriff von Merunes Dagon auf Tamriel. Dieses Ereignis erschütterte ganz Tamriel und traf alle seine Bewohner hart und führte zum Ende der Septim-Dynastie und markierte damit das Ende der dritten Ära, die lediglich 433 Jahre angedauert hatte. Somit kommen wir zur vierten und aktuellen Ära von Tamriels Geschichte. Dieses Zeitalter begann mit den Nachwirkungen der Oblivion-Krise und wurde bisher besonders durch die Altmeer geprägt, die das Kaiserreich im Großen Krieg besiegten und dabei sind, ihre Macht weiter auszubauen. Aber auch Elder Scrolls V Skyrim spielt in der vierten Ära und die Ereignisse von Skyrim, der Kampf gegen Alduin und die anderen Abenteuer unseres Dovahkiin sind die jüngste Geschichte von Tamriel. In Skyrim befinden wir uns im Jahr 201 der vierten Ära, also im dritten Jahrhundert dieses Zeitalters, und erleben die aktuelle Geschichte von Tamriel und gestalten diese sogar mit. Wie lange die vierte Ära nun dauern wird und welches Ereignis schließlich die fünfte Ära einleiten wird, werden wir vermutlich erst mit dem nächsten Elder Scrolls erfahren. Zusammengefasst gibt es also sechs Zeitalter, von denen fünf die weltliche Geschichte und eines, die Ära der Dämmerung, die Schöpfung der Welt beschreiben. Die anderen fünf sind die mythische Ära, die 2500 Jahre dauerte, die erste Ära, die 2920 Jahre dauerte, die zweite Ära, die 896 Jahre dauerte, die dritte Ära mit 433 Jahren und schließlich die derzeitige vierte Ära, in der wir in Skyrim das Jahr 201 erleben. Und am wichtigsten ist es, um die Geschichtsschreibung nun wirklich zu verstehen, dass jede Ära mit einem Jahr 0 zu zählen beginnt. Ein bestimmtes Jahr wird daher so geschrieben, dass die Ära angegeben wird und die Jahreszahl innerhalb der Ära, wie etwa das Jahr 433 der dritten Ära oder das Jahr 433 der zweiten Ära. Das sind unterschiedliche Jahre, obwohl sie beide 433 sind, allerdings in der dritten und der zweiten Ära. Insgesamt blickt Tamriel so derzeit im Jahr 201 der vierten Ära auf eine Geschichte von 6950 bekannte Jahre, beginnend mit dem Bau des ersten großen Bauwerks des Kontinents, des Adamantinturms. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Zum Abschied will ich euch noch einmal kurz Danke sagen für 75 Folgen, in denen ihr mit mir das Elder Scrolls Universum erkundet habt. Und wie immer könnt ihr mir auch eure Meinung zu Folge 75 und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.